liebe Jonglierfreunde der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Wir zeigen die Grundlagen für 3-Ball-Jonglage. Wir beginnen, indem wir einen Ball von der linken in die rechte Hand werfen und dabei darauf achten, dass wir etwas über Stirnhöhe die Flugbahn beschreiben. Wenn wir diese Figur sicher beherrschen, nehmen wir den zweiten Ball und werfen nun von der linken in die rechte und von der rechten in die linke Hand. Und ganz wichtig dabei darauf zu achten, dass die Bälle nicht gleichzeitig geworfen werden, sondern zeitlich verzögert. Wir nehmen nun den dritten Ball hinzu und legen ihn passiv in die Hand und machen die gleiche Übung wie vorher mit den beiden Bällen. Wir achten aber darauf, dass die Hand, in der der Ball liegt, zuerst beginnt. Nach 2, 3 Abläufen wechseln wir mit dem passiven Ball in die andere Hand und werfen nun mit der anderen Hand zuerst. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann werfen wir irgendwann mal den dritten Ball ins Muster.